Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession, zu einem neuen Sonntag voller Thronebreaker, The Witcher Tales, wo wir immer noch im verfluchten Sumpf von Iskid unterwegs sind. Da unten, da steht ein... Ich bin mir gar nicht so ganz genau sicher, was das ist. Ein Katakan oder irgendwie sowas in der Art. Irgendwas Vampirisches, würde ich jetzt zumindest spontan mal vermuten. Und wartet darauf, dass wir es von der Bildfläche fletschen. Meve fluchte, als ihre Speer von einem Lager der Nilfgaarder berichteten. Das fehlte noch, dachte sie. Und wirklich... Im Lager brannten die Feuer noch, die Pferde grasten, aber keine Menschenseele war zu sehen. Die Königin kannte Iskid gut genug, um ein schlechtes Omen zu erkennen. Und ein Standardkampf. Das heißt, wir müssen uns sogar potenziell 3 Runden mit unserer niedrigen Moral rumschlagen. Jetzt haben wir dann mehr selber so entschieden. Und wenn ich sage wir... Wann meine ich es? Okay, aber dann gucken wir mal. Ja, das ist schon mal ein guter Start hier. Streuner von Spaller und Streunerbombe auf der Hand ist gut. Das ist schon mal gut. So, was wir jetzt wollen, ist möglichst viel Zeug. Was wir hier aufpowern können. So, jetzt hätte ich natürlich... Am liebsten hätte ich jetzt tatsächlich die Magierin da. Wie funktioniert die nochmal? Eine verbündete Bronzeeinheit auf deiner Hand oder auf dem... Okay, auf der Hand. Ja, das war mir wichtig, das nochmal zu wissen. Ob die auch auf der Hand funktioniert. Du kannst immer noch umdrehen. Das könnte jetzt wehtun. Okay, das ist belastend. Moment, ist Isbel immun? Nein. Aber auf unserer Hand ist die wesentlich sicherer. So, da können jetzt nämlich Isbel und... Ich habe den Namen unseres Ritters vergessen. Oh Gott, ist das peinlich. Ja, aber der kann sich auf jeden Fall auch ein bisschen aufpowern. Links, rechts, links, rechts. So, die Adeptin aus Arethusa, die will ich auf jeden Fall noch ziehen. Um unsere Truppen ein bisschen zu stärken, während er da seine Leute rausschmeißt. So, und am besten gleich noch eine zweite. Wir haben da nur 2 von, ne? Ja. Oh, oh, die Herrin Margarita erzählte uns davon. Jetzt muss ich noch was ausspielen, ne? Gut, spielen wir noch was aus. Und zwar die Arethusa-Adeptin nach vorne. Was möchte ich denn noch nach vorne? Ich möchte einen weiteren Regimentstrommler nach vorne haben noch. Wo sind die denn? Da sind die. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen drauf gehofft, dass der passt. 3, 6, 8. Ich muss immer noch was ausspielen. Ich kann ja nur 3 Karten ziehen, sonst wird eine verworfen. Aber was spielen wir denn noch aus?
Das könnte natürlich für einen überraschenden Sieg noch sorgen, ne? 13 Punkte drauf sind 47. Plus 5 wäre Gleichstand. Ich habe noch den Schmied, ich kann das ja nochmal benutzen. Ich kann das ja im Zweifelsfall nochmal benutzen. Er weiß es aber auch, ne? Er weiß ganz genau, dass er nicht passen darf, solange der Spielstand so knapp ist, weil ich mir sonst die erste Runde unter den Nagel reiße. Ja, wir sind an dem Punkt, ich würde sagen, nimm's dir. Ich könnte jetzt nochmal, aber dann müsste ich ja wieder eine Karte ausspielen. So, die beiden Karten wussten wir ja. Und die dritte, die wir kriegen, ist noch ein Sensenkämpfe. Das ist gut. Das ist gut, weil unsere ganzen Sensenkämpfen plus Verstärkung. Beziehungsweise, ich will die eigentlich nicht alle auf der Hand haben, ne? Weil die werden ja aus dem Deck gespielt. Ich werde das Schulgeld nie begleichen können. So. Den Schmied will ich in der nächsten Runde auf jeden Fall haben. 3, 6, 9. Zwei Karten wird auf jeden Fall noch spielen. Er nicht, er kann passen, ja. Das heißt, wir müssen die Karten nicht unbedingt spielen, ne? Aber eine muss ich auf jeden Fall noch spielen. Eine muss noch raus. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Das macht halt immer gleich zwei Punkte Unterschied, ne? Jedes Mal, wenn das proppt. Na, weil uns ja einer abgezogen wird und den wird einer draufgezählt. Das ist schon ein bisschen ungünstig. Ah, Mist. Ein Sensenkämpfe musste sich verabschieden, aber ich glaube, das macht nicht viel. So, pass mal auf, was wir jetzt machen. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. So, warte ich sogar noch eine Runde. Damit unsere Sensenkämpfen hier die volle Energie gleich nutzen können. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Hurra! So, hier die Streuner von Spaller. So, das ist jetzt nämlich unser ultimativer Gegenschlag. Da wird es jetzt schon schwierig, dann auch gegen anzukommen, weil dieser Buff kommt ja alle zwei Runden wieder, ne? Im Prinzip ist vorbei hier. Komm, es gibt eine runter. Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Ja, unsere Sensenkämpfen, die entscheiden diese Schlacht jetzt hier. Alles gut. Ach, scheiß Flatterer. Die scheiß Flatterer, den kriegen wir auch nicht weg, ne? Glaub, mich dünkt, den kriegen wir auch nicht weg. Verliert nicht den Kopf. Habe ich das eigentlich noch nicht gemacht? Was kann der Flatterer eigentlich? Da sollte ich vielleicht auch mal nachgucken, oder? Die Streuner sind eine ganz normale Einheit. Ah, verbessere jeden Vampir um 2, wenn er ausgespielt wird, okay. Oh. Alpha Garkin. Befindet sich diese Einheit auf der Hand, im Deck oder auf dem Schlachtfeld, verbessere sich um 1, wann immer eine gegnerische Einheit Schaden erleidet. Das ist natürlich... Da müssen wir unbedingt was gegen unternehmen. Hm.
Oh shit, die hat er sogar zweimal. Die hat er sogar zweimal. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall, wo ist er denn? Ike von Denesle, der muss uns jetzt hier aus dieser prekären Situation befreien, indem er einen von den beiden erledigt. Willst du tanzen, Kumpel? So, tschüss. Die Regimentstrommler, sind das eigentlich Blitzeinheiten? Ja, das heißt, ich könnte mit dem Regimentstrommler jetzt auch noch nebenbei den Regimentstrommler holen. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Wieder und wieder und wieder. Wenn ich mir den Regimentstrommler wegnehmen, kann ich Ike nicht mehr aufs Spielfeld holen. Gut, wir hätten immer noch Isbel, ne? Die im Zweifelsfall... Ich sollte aufhören, so viel zu plappern! Okay, das könnte durchaus knapp werden. Ich hatte gehofft, wir könnten das anders lösen. Ja, ich auch. Aber wenigstens haben wir unsere ganzen Sensen campen draußen, die ständig ihren schönen Buff kriegen. Ja. Damit müsste es rein theoretisch ja trotzdem reichen. Aber das ist schon... Also jetzt wird es langsam ein bisschen knapp. Was? Was? Wieso ist denn da jetzt noch ein Flatterer erschienen? Das ist ja ekelhaft. Oh, erstmal ein bisschen Abstand schaffen. Schaffen wir noch ein bisschen mehr Abstand, wa? Ein Helm ist auch nur ein Funke. Ich meine, ich habe alles zur Verfügung hier. Aber ich glaube, ich nehme die Marschbefehle. Dass wir hier nochmal zuschlagen können. Um unsere Sensencampen nochmal zu buffen. Weil einen verliere ich ja jetzt gleich wieder durch den Flatterer. Und wer weiß, wie viele von den Sausäcken der noch hat. Der Kampf gegen Vampire ist, glaube ich, nicht unbedingt die Stärke meines Decks. Ich muss jetzt auch passen und er hat noch eine Runde Zeit, um etwa 100 Punkte Unterschied zu machen. Was er Gott sei Dank nicht schafft. Aber da muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich zwischendurch doch ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Da habe ich schon gedacht, Vorräte von Oberst Fieres Ljogwe an Gefreiter Dvillin Fjofnor. Die Spinnen, die Nilfgaarder. Königin Meve hat sich aus der Falle gewunden und ist jetzt auf dem Weg nach Rotbindegarn. Ihr müsst ihr unbedingt ihren Fluchtweg abschneiden. Solltet ihr versagen, wird ein Drittel eurer Soldaten ausgepeitscht und zu einem Monat in Einzelhaft verurteilt. Das ist aber nicht so nett. War es das hier schon? Anscheinend. Dann geht es jetzt nach oben bis zu der Brücke. Und dann müssen wir uns nochmal entscheiden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier die Königin ist. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ein optionaler Kampf ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir gezwungen sind, sie zu bekämpfen. Hier bin ich doch falsch. Was will ich denn hier? Wir müssen noch nach links. Nach links rum müssen wir. Und dann hier hoch. Oh oh.
Das ist ein Nest. Die Lyrier hatten das Herz Iskids erreicht. Alles, jeder Ast, jeder Halm hing voller Egel und Zecken. Ihre geschwollenen Abdomen glänzten rot im Nebel. Die Luft war so verdorben, dass sich Mewe der Kopf drehte. Sie hielt an einem moosbedeckten Felsen an und drückte die heiße Stirn ins kühle Moos. Ihre Soldaten zogen vorbei, bleich, schmutzig und erschöpft. Sie wollte ihnen etwas Ermutigendes sagen. Stattdessen hustete sie ungesund. Plötzlich entstand ein Geplätscher, schweren Regentropfen ähnlich, die auf Wasser trafen. Als die Königin den schweren Blick hob, sah sie, wie das Ungeziefer anscheinend auf Befehl in die Brühe sprang und ungeschickt auf ein totes Erlengehölz zuhielt. Mewe wusste sofort, wer hinter den Bäumen lauerte. Gernichora, Iskids Herrin, Iskids Königin. Waffen bereit! Rief die Königin. Reihen schließen! Die Lyrier sammelten sich rasch und bildeten einen Schildwall. Entsetzt sahen sie eine Unmenge Augen in den Erlen leuchten und ringsum erhoben sich schlammige Ekelhaftigkeiten aus dem Wasser. Mewe betete stumm. Gesegnet seist du, Melitele, große Mutter, Jungfrau und altes Weib, die du uns behütest. Okay, ich hab doch keine Wahl. Na denn. Mewe widerstand dem Impuls, die Augen vor den schlammigen Schreckenskreaturen abzuwenden, welche ihre Einheit umzingelt hatten. Der Anblick ließ ihr übel werden und sie hätte schreien mögen. Schließlich hob sie mit Schwierigkeiten das Schwert und hoffte, dass ihre Männer ihren Schwertarm nicht zittern sahen. Töte Gernichora. Nicht optional, müssen wir machen. Das heißt, wir müssen uns auf Damage Dealing konzentrieren. So, wir starten mit unseren Standardkarten hier. Ist das der gleiche Effekt wie hier? Nein. Generiere alle zwei Züge zu Beginn des Zuges eine Gernichora-Frucht in der Nahkampfreihe. Wann immer eine Gernichora-Frucht zerstört wird, verwirft Mewe eine zufällig gewählte Karte ihrer Hand zu mich verarschen. Und Gernichora. Verschiebe alle zwei Züge, am Ende des Zuges alle verbündeten Einheiten in diese Reihe und verwandle diese Einheit in Gernichora Mutter. Gernichora Frucht. Befindet sich diese Einheit in der Fernkampfreihe, entziehe Gernichora 3 Stärke. Erreicht die Stärke dieser Einheit 10, explodiert sie und fügt allen gegnerischen Einheiten 3 Schaden zu. Und Gernichora Mutter. Ach, Gernichora ist das Ding da hinten drauf, wa? Verschiebe alle zwei Züge zu Beginn des Zuges alle verbündeten Einheiten in die andere Reihe und verwandle diese Einheit in Gernichora. An den Wänden befanden sich Fresken, die angrenzend Sümpfe und die Bestien darin darstellten. Zwei Worte standen über dem größten Monster geschrieben. Gewähren Ichea, die blutige Herrin. Okay, also die wird uns mit ihren Scheißfrüchten bombardieren. Das bedeutet, das ist schon mal nicht schlecht, den hier dabei zu haben. Einen davon. Ja, aber prinzipiell, das hier brauchen wir zum Beispiel nicht. Dann lieber Ike von der Nessle, ja. Das ist nicht verkehrt. Mewes Abdingszeit auf 0 verringern? Nee. Arethusa Adeptin. Ja, das ist eine gute Idee. Ach! Doch. Weißt du, wenn man sie mal wirklich braucht. Bei allen Göttern! Alle zu mir! Bleibt voller Hoffnung! Auf die Nacht folgt immer der Morgen! Willst du wissen, woher ich meine Narbe habe? Das wird jetzt schief gehen. Ich habe auch keine Möglichkeit, noch Karten zu ziehen, ne? Oh, schießt ihr auf den Stärksten? Weil diese Früchte hier, ne?
die sind furchtbar. Wieder. Oh, ich habe doch Möglichkeiten, Karten zu ziehen. Sehr schön. Herrin, diese Parasiten, sie saugen ihr Blut. Ja, lass sie saugen. Obwohl. Wir wollen ja auch nicht, dass da jetzt zu viel schief geht. Hauen wir die mal wieder runter, oder? Adeptin schon mal aus. Denn was wir wollen, sind lyrische Arbalesten. Und zwar so viele wie möglich. Ich werde das Schulgeld nie begleichen können. Oh Gott. Was ist da gerade zerstört worden? Okay, die beiden, die ich am ehesten nicht brauche. Gott sei Dank. Ike, ja, die haben noch keinen Schaden gemacht, ne? Halt, Moment. Moment, ist sie immun? Die ist aber nicht in allen Formen immun, oder? Ich habe seine Fähigkeit doch eben schon gegen sie eingesetzt. Rüstung wird ihm nicht helfen. Das ist jetzt sehr bitter. Auch nicht zurückrufen. Warum ist die denn... Die war doch vorher nicht immun. Verwirft Meva eine zufällig gewählte Karte ihrer Hand. Ja, das können wir, glaube ich, vergessen. Alter, das ist ja mit meinem Deck dann quasi unmöglich, wenn ich nicht auf sie schießen kann. Was soll ich das denn machen, wenn ich auf sie schießen kann? Eine Runde noch überbrücken, ne? Irgendwas riecht hier. Dann holst du sie ja wieder zurück. Aber sie ist ja trotzdem immun, ne? Diese Bestien können sterben. Sie können besiegt werden. Jetzt ist sie nicht immun. Dann kriegt sie jetzt aufs Maul. Mehr brauche ich nicht. Meine nächste Runde. Nein! Ach, leck mich doch am Arsch! alles gut, alles ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich habe mir gerade bewusst geworden, dass ich ja den Schmied noch habe. Alles wieder wie neu. Alter! Ich brauche Entschuldigung, dass ich so geschrien habe. Schütze zu Diensten! Rüstung wird Ihnen nicht helfen. So, jetzt haben wir sie. Lyrian! Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Es
ist offenbar tot. Oh, Alter. Also das ist genau die eine Scheißkarte war, die ich ausspielen wollte, ne? Gut, dass ich ein Backup hatte. Erinnerte sich später kaum an die Schlacht in Iskit. Sie kam ihr wie ein Albtraum vor, mit verschwommenen Details, aber höchst realen Eindrücken. Wie ein verzweifelter Kampf im Nebel gegen eine Plage, die von allen Seiten auf sie eindrang. Endlich kehrte Ruhe ein. Das Ungeziefer war verschwunden und Gernichora lag blutbedeckt und reglos im fauligen Laub. Sie war immer noch ein furchteinflößender Anblick. Verbrennen! Keuchte Mewe. Und weiterziehen! Die Soldaten blickten hektisch zwischen ihr und dem Monster hin und her. Mewe brauchte einen Moment und begriff dann, sie fürchteten es immer noch und wagten sich nicht heran. Sie konnte den Befehl wiederholen. Dann würden sie ihn ausführen. Aber sie überwand ihre Abscheu, trat selbst zu Gernichoras Leiche und steckte sie in Brand. Bald war die Luft erfüllt vom erstickenden Gestank versengter Haare und verbrannten Fleisches, und Funken sprangen, wo geschmolzenes Fett in die Flammen tropfte, bis schließlich nichts mehr als verkohlte Knochen von der blutigen Herrin verblieben war. Die Lyrier setzten ihren Marsch zum Ufer der Yaruga fort. Sie zwangen ihre müden Beine, das schnelle Tempo beizubehalten, und warfen keinen Blick zurück. Naja, das eventuell schon. Geht. Oh, ist das widerlich. Oh, ist das wieder so. So Augen und sowas kann ich ja gar nicht. Okay, aber wir haben eine neue Trophäe. Ergreife eine gegnerische Bronzeeinheit. Nimm diese Einheit nach 6 Zügen zu Beginn des Zuges zurück auf die Hand. Okay, wir können eine gegnerische Einheit übernehmen. Und das alle 6 Züge. Aber mir gefällt unser aktuelles Ding tatsächlich besser. Ah, mal abwarten. Vielleicht fürs Finale oder irgendwas. So, da ist Gernichora draufgegangen. Aber ein bisschen was haben wir da im Norden noch. Halt, wir können irgendwas bauen. Herolds Zelt 2 könnten wir bauen. Ah, Schiete, für Alchemistenlabor 2 fehlt uns ein ganz kleines bisschen an Ressourcen. Ja, dann mache ich jetzt das Herolds Zelt 2. Wir haben nämlich immer noch keinen Punkt gehabt, wo wir auf einen Schlag eine relativ große Menge an Ressourcen verloren haben. Und da ich ja immer wieder gewarnt worden bin, meine Ressourcen möglichst niedrig zu halten, weil die nicht unter Null fallen können. Wenn ich dann viele Ressourcen verliere, dann verliere ich letztendlich im Umkehrschluss dann doch nicht ganz so viele, wie ich hätte verlieren können, weil bei Null ja dann Schluss ist, ja. Wenn ich 375 Goldstücke habe und mir werden auf einen Schlag 1500 abgezogen, dann kann ich potenziell 1500 verlieren oder in diesem Fall dann halt nur 375, versteht ihr? Und da wir so eine Situation noch nicht hatten, mir das aber hier in diesem Areal immer wieder nahegelegt worden ist, bin ich eher bereit, den ganzen Scheiß hier schnell auszugeben. So, aber als nächstes sparen wir jetzt auf das ausgebaute Alchemistenlabor. Und wenn wir dann irgendwie noch Geld über haben, dann können wir mal diesen Kartografentisch da noch kaufen. Den erachte ich als so dermaßen nutzlos, weil eine etwas erhöhte Laufgeschwindigkeit von Königin Mewe, wer braucht denn so einen Scheiß? Ja, also ich finde, sie läuft schnell genug für das, was wir hier machen. Ja, so ungeduldig bin ich dann nämlich letztendlich nicht. Hier ist dann was zum Einsammeln. Von Drogovid, großköniglicher Jäger, an Ragbart, Herr über Tiberien, Mahakam und den Ponta. Hoheit, ich ersuche untertänigst um eure gnädige Vergebung. Ich habe versagt. Wir mussten die Fellarbeiten einstellen. Wir haben einfach nicht genügend Arbeitskraft.
Die Männer sterben wie die Fliegen an Krankheiten und Wundbrand. Wir haben das Lager aufgegeben. Die wertvollsten Gegenstände schicke ich in verschlossenen Truhen nach Vysima. Ich selbst werde nicht in die Hauptstadt zurückkehren, da ich nicht reisefähig bin. Mein Bein ist bereits brandig. Es war mir eine Ehre, unter eurem Befehl zu dienen. Ja, das ist der Schlüssel für die letzte Truhe. Das finde ich sehr gut. Das finde ich jetzt sehr, sehr gut. Dann können wir uns die hier oben dann nämlich da auch noch holen. Das ist ja gar nicht so weit weg tatsächlich.